diesem Video erfahren Sie mehr über die Verwendung unseres Barcode-Add-ins T-Barcode Office mit Microsoft Excel. Das Barcode-Add-in integriert sich problemlos in Microsoft Excel. In wenigen Sekunden erstellen Sie lineare Barcodes, postalische Barcodes, GSN Starter Bar oder 2D-Codes in perfekter Druckqualität. Starten Sie Microsoft Excel nach dem Installieren von T-Barcode Office. Wechseln Sie zum Reiter Add-ins in der oberen Leiste und öffnen Sie das T-Barcode-Panel mit einem Klick auf das Icon. Das Einfügen eines Barcodes ist ganz einfach. Geben Sie die Barcode-Daten ein. Dann wählen Sie eine Zelle, welche den generierten Barcode beinhalten soll. T-Barcode Office verwendet automatisch die Zelldaten als Barcode-Inhalt. Wählen Sie den gewünschten Barcode-Typ. In diesem Beispiel verwende ich einen EAN13-Barcode. Sie können zwischen drei verschiedenen Größenmodi wählen. Ein Steuerelement anpassen. Der Barcode wird immer an die Größe des Steuerelements angepasst. Die Modulbreite passt sich der Datenmenge an. Fixe Modulbreite verwenden. Die Breite des Barcodes wird an die zu kodierende Datenmenge angepasst. An Zelle anpassen passt den Barcode an die Größe der ausgewählten Zelle an. Und klicke Barcode einfügen. Der Barcode wird unmittelbar eingefügt. Der eingefügte Barcode besteht aus statischen Daten. Aber wie erstellen Sie einen Barcode, der sich automatisch aktualisiert? T-Barcode Office bietet eine sehr bequeme Lösung. Die Option mit Zelle verbinden. Wählen Sie den Barcode, der verbunden werden soll. Drücken Sie mit Zelle verbinden. Und nun wählen Sie die gewünschte Zelle. Geschafft! Wenn sich jetzt der Inhalt der verbundenen Zelle ändert, wird der Barcode automatisch aktualisiert. Nun zeige ich Ihnen, wie Sie eine Liste von Barcodes mit nur wenigen Klicks erstellen. Dazu öffne ich eine neue Tabelle mit Daten und markiere die Zellen, die in Barcodes konvertiert werden sollen. Nun wähle ich den gewünschten Barcode-Typ. Nun entscheiden Sie, ob die Daten der aktuellen Zelle oder einer anderen verbundenen Zelle kodiert werden sollen. Klicken Sie wieder Barcode einfügen. Bitte sehr, wir haben eine Liste von Barcodes in nur wenigen Sekunden erstellt. Experimentieren Sie einfach selbst mit dem T-Barcode Office Add-in. Ich hoffe, das Video war hilfreich und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.